Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ach, Hoppel, ich bin so glücklich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ah, endlich Ferien. Oh, und wie ich mir das vorstellen kann, Ottilie. Wunderbar. Jetzt sind Weihnachtsferien und wir, da wir ja nur was mit Ostern zu tun haben, haben jetzt erstmal richtig schönen Urlaub. Ja, den haben wir uns ja auch verdient. Was da jetzt dieses Jahr so alles los war. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, Hoppel, stell dir mal vor, wir müssten uns jetzt noch um die Weihnachtsgeschäfte kümmern. Stell dir das mal vor, Hoppel. Was? Jetzt? Nee. Doch. Oh Gott, da mag ich ja gar nicht dran denken. Nee, also, nee, nee. Ich bin schon froh, dass ich, der Osterhase, und du, das Osterlamm, nur zur Osterzeit arbeiten müssen. Ja, das ist wohl wahr. Und der Weihnachtsmann und die Wichtel, die haben ja sonst immer frei. Ganz genau. Jetzt dürfen die auch mal arbeiten. Du sag mal, Hoppel. Ja? Warst du heute eigentlich schon am Briefkasten? Da waren wir ja schon seit 2 Tagen nicht mehr. Vielleicht ist der Post gekommen. Das könnte sein. Aber wenn du noch nicht nachgeschaut hast... Nein. Dann tue ich es mal, ja? Bis gleich. Ja gut, bis gleich. Oh, hallo Damdam. Sag mal, weißt du, ob schon Post gekommen ist? Jo. Oh, das ist ja toll. Und sag an, ist schon Post gekommen? Ja oder nein? Jo. Ah, okay. Ja gut, dann kann ich ja mal den Briefkasten öffnen. Ach, dir entgeht wirklich nichts. Ja, naja, als Stein, ne, wenn man immer da ist. Naja, so, dann. No. Dann schaue ich mal, wer uns da geschrieben hat. Was ist das denn? Da ist ja eine Postkarte drin. Na. So, zack, und wieder zu. Oh, die ist an Hoppel adressiert. Vom Nordpol kommt die. Nanu, merkwürdig. Was wollen die denn da von uns? Da muss ich mal schnell rüber zum Hoppel. Tschüss, Damdam. Ach Mann, nö. Was ist denn los, Ottilie? Warum weinst du? Ach Mann, ich habe gerade eine Postkarte verloren, die uns zugeschickt wurde. Was? Oh, von wem denn? Vom Nordpol. Vom Nordpol? Ja, ich weiß auch, was da drin stand. Du wirst gebeten, sofort... Was denn sofort? Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja, Entschuldigung, vom Nordpol also. Ja, du wirst gebeten, sofort zum Nordpol zu kommen. Irgendwas ist passiert. Gezeichnet, Oberwichtel Fritz. Was? Ja. Ich? Jetzt zum Nordpol? Ja, das stand da. Ganz bestimmt. Och Gott, oh Gott, oh Gott. So kurz vor Weihnachten? Das ist schon einmal vorgekommen. Aber vor vielen Jahren. Was war denn da damals los? Ja, da war der Weihnachtsmann weg. Ach Gott, oh Gott. Und wo war er? Ach, wenn ich das noch wüsste. Oh, schon so lange her ist das? Ja. Naja, aber... Was aber? Erzähl. Was denkst du gerade? Ich meine, aber vielleicht ist der Weihnachtsmann ja diesmal nicht weg. Vielleicht ist ja irgendwas anderes los. Ja, wollen wir es hoffen. So kurz vor Weihnachten... Ach Gott, wenn jetzt der Weihnachtsmann weg wäre, wäre Weihnachten in Gefahr. Aber wenn der Weihnachtsmann bzw. die Leute vom Nordpol meine Hilfe brauchen, dann muss ich da noch heute hin. Was? Und wie willst du das machen? Ja, ganz einfach. Durch die Landkarte vom Wassermann weiß ich ja, wo die Weihnachtsinsel, sprich der Nordpol, ist. Ach so. Ja, und dann willst du mit unserem kleinen Boot dahin? Ja, natürlich. Oh, dir ist schon bewusst, dass es da Minusgrade sind.
Ja, das wird schon richtig kalt, das ist mir klar. Aber das wird schon gut gehen. Ich werde mir ja garantiert keinen Schnupfen holen oder sowas. Ich will nur hoffen, dass es dem Weihnachtsmann gut geht. Und wenn es ihm gut geht, ja, dann kann nichts mehr schief laufen. Vielleicht ein paar Formalitäten oder mal eine Jahrhundertbesprechung. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bleib du am besten hier und wenn was ist, dann komme ich zurück. Gut, kein Problem, aber pass auf dich auf, ja? Ja, natürlich, Ottilie, du kennst mich ja. Ja, deswegen sollst du ja auf dich aufpassen. Du bist mir eine. Nein, also wenn was ist, komme ich zurück. Gut, also, dann viel, viel Glück. Und grüß mir den Weihnachtsmann und die Wichtel. Das werde ich machen, Ottilie. Also dann werde ich jetzt das Boot fertig machen und losfahren. Und du bekommst von mir, wie versprochen, Bescheid, wenn was ist. Denn Probleme haben wir ja immer gemeinsam gelöst. Nicht wahr, Ottilie? Ja, Hoppel. Egal was kommt, auf mich kannst du zählen. Das weiß ich doch, Ottilie. Da bin ich auch sehr froh drum. Hoffentlich ist dem Weihnachtsmann nichts passiert. Ja, hoffentlich. Aber das wirst du erst erfahren, wenn du dich jetzt fertig machst. Ja, du hast vollkommen recht. Naja, also dann. Ja. Dicken Kuss und Filibus. Und jetzt mach, dass du fortkommst. Natürlich, natürlich. Ja, also dann. Tschüss. Tschüss, Hoppel. Hoffentlich geht wirklich alles gut. Ach ja, mein Hoppel. Ist das hier kalt? Und Schnupfen habe ich mir auch noch geholt. Ja, super. Meine Güte, was ist denn hier für ein Chaos? Ah, hier steht zum Weihnachtsmann. Ja, dann bin ich ja wenigstens auf dem richtigen Weg. Naja. Habe ich schon mal die richtige Insel abgepasst. Hatschi! Meine Güte, das ist hier aber eine Unordnung. Ah, schau mal. Der Fritz. Hallo, schön, dass du kommen konntest. Ja, natürlich, du hast mir eine Postkarte geschickt. Ja, und das nicht ohne Grund. Es ist etwas Schreckliches passiert, etwas ganz was Schreckliches. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber am besten am Anfang. Ja, erstmal sag mir, wo ist der Weihnachtsmann? Das ist es ja. Wir wissen es nicht. Was? Wieso? Was soll das heißen? Ihr wisst es nicht. Ja, wir wissen es nicht. Er ist vor 2 Tagen einfach spurlos verschwunden. Ich habe so schnell wie möglich die Postkarte geschickt. Moment, der Weihnachtsmann ist weg? Ja, und das so kurz vor Weihnachten. Oh Gott, oh Gott, was ist denn eigentlich genau passiert, dass der Weihnachtsmann weg ist? Da muss ja was Schreckliches passiert sein. Naja, wir hatten einen kleinen Streit. Er wollte sich eine Auszeit gönnen. Weil er gesagt hat, Was? Eine Auszeit? ja, weil er gesagt hat, das wird schon alles. Er hat ja mich und die anderen Wichtel und dann wollte er halt 2, 3 Tage mal ausspannen. La 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 la. So, dam dam. Oh, Nanu, schau mal da. Wer? Oder was kommt denn da auf uns zu? Moment. Der kommt mir doch irgendwie bekannt vor.